Am vergangenen Wochenende gab Star-Tenor und Komödiant Rolando Villazón sein mit Spannung erwartetes Debüt an der Wiener Volksoper, und zwar als Regisseur. Donizettis selten gespielte Opera-Buffa Viva la Mama hat er sich vorgeknöpft, ein mit drastischer Komik gespickter tiefer Blick in die Abgründe des Theaterbetriebs. Als echter Insider hat Villazón Katharina Huemer und Susanna Schwarzer nicht nur an der Probenarbeit teilnehmen lassen, sondern erzählt auch über seine persönlichen Erfahrungen im nicht immer einfachen, aber oft anekdotenreichen Opernmetier. Ich bin immer glücklich, wenn die Leute mir einen Clown sagen. Ich finde, das ist ein Kompliment, ein Clown zu sein, weil von was ich denke, ein Clown ist. Ein Clown ist Freiheit, ein Clown ist jemand, die versucht, der Welt anders zu schauen und die versucht, mit den Regeln zu spielen und zu jonglieren. Es kann auch gefährlich sein, und am Ende ein Clown gewinnt immer. Rolando Villazón gibt nie auf, sucht stets nach neuen Herausforderungen. Regie führen ist seine neue Leidenschaft. Für die Wiener Volksoper hat er sich ein ebenso heiteres wie chaotisches Stück ausgesucht. Viva la Mama Gatta! Viva la Mama von Gaetano Donizetti. Gezeigt wird ein amüsanter Blick hinter die Kulissen einer Opernproduktion. Ein überforderter Regisseur, ein schlichtender Direktor, streitende Diven. Der ganz normale Bühnenalltag also, samt Ensemble am Rande des Nervenzusammenbruchs. So extrem ist es nicht, aber es gibt schon manchmal Dinge an der Oper, die dort anstreifen. Also es gibt Leute, die aus lauter Wahnsinn drohen mit Abreisen, oder es gibt welche, die die Wohnung nicht toll finden, die man ihnen zugeschanzt hat, oder naja, da gibt es viele Geschichten. Ein Chaos, das inszeniert werden will. She's the only one this. Everybody else is like... Wenn die Mama hier kommt. Schon bei den ersten Proben macht Villazón klare Ansagen. Ein Perfektionist, der sich lange und gründlich vorbereitet hat. Von seinen Darstellern fordert er höchsten Körpereinsatz. Mit dem Körper so zu arbeiten und eine neue Sprache durch unsere Arme, unsere Füße, unsere alles, Gesicht und Augen und Augenbrauen natürlich, ist ganz wichtig. Ist ganz wichtig für einen Künstler und ist ganz wichtig für einen Sänger. Ja. Vor allem eines ist Villazón wichtig: Präzision. Denn nur so sitzt jeder Witz, jede Pointe. Wie das funktioniert, zeigt die weltberühmte Clownin Nola Ray, die Villazón extra für die Probenarbeit engagiert hat. Wir machen nicht das und oh, du wirst so, nein. Ah, es ist keine große Pantomime. Und das war gut, dass wir haben Nola Ray und diese Workshops gemacht, um diese Geste zu bringen im Normal. Auf der Probebühne leisten die Opernsänger Basisarbeit. Sich mit Pantomime zu verständigen, bedeutet höchste Konzentration und perfektes Timing. Was simpel aussieht, ist harte Arbeit. Es ist eine gute Möglichkeit, in den Körper zu kommen, konzentriert zu werden,
pantomimisch was darzustellen, mit dem Körper anders umzugehen. Man lernt da schon neue Dinge dazu, auf Situationen zu reagieren, auf den Kollegen reagieren. Alles Dinge, die man auf der Bühne braucht. Jede Handbewegung, jeder Schritt, jede Kommunikation ist ins kleinste Detail geprobt worden. Und damit es eben halt so flüssig ausschaut und für den Zuschauer, er kann da schauen und hier und so, dass es ein geordnetes Chaos darstellt. Was wir über Sie gelernt haben, ist, Bewegungen bewusst zu setzen. Sonst wirken Sie unpräzise. Und alles, was unpräzise ist auf der Bühne, ob das jetzt Text, Gesang oder auch Bewegungen sind, verliert die Aufmerksamkeit. Und dadurch hat es nicht die Spannung, die es haben sollte. Rolando Villazón verlegt die Handlung von Donizettis selten aufgeführter Oper Viva la Mama ins Heute und von Neapel in ein Dorf nach Österreich. Gaetano Donizetti hat mit seiner musikalischen Satire den Opernbetrieb gehörig aufs Korn genommen. Etwas tiefer. So. Er wollte unbedingt so eine Geschichte erzählen, ein Spiegel machen für die Leute von seiner Zeit. Jetzt aber! Ihr Bagage, Schwadronäre, einer Dame das zu bieten, unverschämte Hurensöhne, einer Dame das zu bieten, einer ferngesehenen Dame. Im Mittelpunkt eine vom Theater besessene, ehrgeizige Mama, die aus ihrer schüchternen Tochter eine glanzvolle Primadonna machen möchte. Eine Paraderolle für den Bregenzer Opernsänger Martin Winkler, der ausgestattet mit Plastikbusen und Perücke eine resolute, kampfeslustige Mama zum Besten gibt. Das Stück ins Heute zu holen, ist für Rolando Villazón ein Muss. Donizetti hat eine tolle Rolle komponiert mit Mama Agatha. Und diese Napolitana, Mama Napolitana, diese starke Energiepersonalität aus Napolis. So, ich wollte unbedingt eine starke österreichische Mama Agatha haben. Die verrückte Mama. Das war einer alten Mutter. Ihre Blut, ihr Fleisch und Blut, ihr Leib, die Kind, die eine Tochter, zu besuchen mich erlaubt. Ich kenne keine typische neapolitanische Mama. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt ein Viech war, nicht? Ich meine, auch mit großen Brüsten natürlich, mit einer großen Vehemenz, vielleicht noch mehr Commedia dell'arte, noch verrückter irgendwie. Aber die, ich glaube, die Satirndl-Königin in Österreich führt sich genauso auf und muss sich genauso aufführen, sonst funktioniert sie nicht. Viva la Mama, das im Original den pragmatischen Titel Sitten und Unsitten der Leute vom Theater hat, wurde 1827 geschrieben und 3 Jahre später in Mailand uraufgeführt. Rolando Villazón legt viel Wert auf die präzise Erarbeitung der zahlreichen Dialoge und den darin versteckten Drehungen, Wendungen, Pointen und Wortspielen. Ich kann das. Ich will das. Ich kenne die Probe. Ich kenne das Stück. Ich bin der Mann einer Sängerin. Ich bin die Tochter einer Sängerin. Ich habe meine Frau gemanagt. Ich habe meine Tante ausgebildet. Ich kann das. Ich will das. Um dem Publikum oder um dem Zuschauer eine tolle, lustige Situation zu präsentieren, erfordert das extremes Timing. Man muss genau wissen, was kommt als nächstes. Man muss sich auf die Kollegen verlassen können. Und es ist wirklich diese schnelle Abfolge dieser, zum Beispiel jetzt im gesprochenen Text, dieses zack, 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 zack. Das ist eigentlich das Schwierige an der ganzen Geschichte, weil du dich nicht auf diese lustige Sache einlassen darfst als Darsteller, sondern du musst total konzentriert bleiben und deinen Faden durchziehen, weil sonst kann schon einiges schief gehen. Atomi.
Gaetano Donizetti, ein Viel- und Schnellschreiber, der Arien, ob komisch oder tragisch, in Windeseile aufs Papier bringt. Innerhalb von 3 Jahren bekommt er den Auftrag, 12 Opern zu komponieren. Schon bald zählt er zu den berühmtesten Komponisten seiner Zeit. Was mir auch irgendwie sehr sympathisch bei ihm ist, dass der hat wahnsinnig viel geschrieben, war trotzdem aber sehr, wie man könnte für diese Zeit, spätreif nennen. Ja, der hat, musste eine Menge Opern schreiben, bevor er überhaupt so etwas Ähnliches wie Durchbruch geschaffen hat. Und das ist mir sehr sympathisch, weil man oft von der Musikgeschichte denkt, man muss ein Wunderkind, ein Genie sein. Aber nein, man kann sich hocharbeiten. Der kam ja auch von sehr, sehr armen Verhältnissen und hat sich wirklich nur durch seine Musik, seine Gabe hochgearbeitet. Und das hat dann, war nicht einfacher Weg, aber der hat seinen Weg gemacht. In Viva la Mama nimmt sich Rolando Villazón viel künstlerische Freiheit. Aber auch musikalisch gibt es, ganz im Sinne Donizettis, aktuelle Bezüge. Das Stück selbst ist ein Stück, was quasi, wo schon einprogrammiert ist, dass es jedes Mal so quasi ein bisschen neu komponiert wird oder erfunden wird, weil es das sagt schon die Thematik von dem Stück und damit lässt sich das Stück auch unheimlich viel Freiheiten, sowohl für die Szene als auch für musikalisch und man kann da sehr, sehr, sehr vieles machen und ich denke schon, dass es in diesem Sinne sich auch unterscheidet von vielen Donizetti-Stücken. Donizetti und Villazón, das ist eine lange Erfolgsgeschichte. Unvergessen sein Nemorino im Liebestrank, 2005 an der Seite von Anna Netrebko an der Wiener Staatsoper. Ein Traumpaar, das kurz darauf in Verdis La Traviata bei den Salzburger Festspielen Triumphe feiert. Villazón singt immer mit vollem Körpereinsatz, schont sich nie. 2007 hat er zum ersten Mal Stimmprobleme, eine Zyste an den Stimmbändern. Es droht das Aus einer sensationell rasanten Karriere. Villazón ist nachdenklich geworden, reflektiert sein Leben, schreibt ein autobiografisches Buch, hat erkannt, dass es ein Leben auch abseits der Bühne gibt. Besonders heute, alles mit Facebook und das, gibt es immer eine schnelle Erklärung. Immer. Wir brauchen immer eine schnelle Erklärung. Natürlich, Leben hat keine schnellen Erklärungen. Keine einfache Definitionen. Alles ist ganz schwierig und alles hat so viele verschiedene Farben. Und dann, wenn du dich selbst als nur etwas definierst, wenn du sagst, ich bin das, ich glaube, du, dich selbst, du machst Grenzen von dich selbst. Was immer Rolando Villazón macht, die Zuneigung seines Publikums ist ihm sicher. Wie er sich als Regisseur verhalten würde, ob der Weltstar gar Allüren zeigt, darauf war man in der Wiener Volksoper gespannt. Eigentlich pflegeleicht gegenüber anderen Regisseuren. Ich bin schon 21 Jahre im Haus und ich habe schon einiges gesehen und erlebt. Also eigentlich ein ganz gemütlicher, klasser Typ, wie man in Wien sagt. Ja, umgänglich, nett zu den Leuten und ein Mann mit Erfahrung, kann ich einfach nur sagen. Na, er könnte sich ja auch wie ein großer Star aufführen hier, aber das tut er nicht. Er ist lustig, er ist immer mit viel Ausgeglichenheit dabei und korrigiert und kritisiert und alles mit einem guten Ton und glaube ich, jeder freut sich dabei bei dieser Produktion. Ja. Von der Bühnentechnik bis zu den Kostümbildnern. Bei Viva la Mama sind die Abläufe exakt durchkomponiert. Schon Stunden vor der Vorstellung beginnt die Verwandlung. Dank aufwendiger Maske und Kostüme nehmen die Darsteller langsam ihre Bühnencharaktere an. Man
Sein Kostüm ist ja wirklich einzigartig, auch mit den Flügeln und dieses goldene Kostüm und der riesen Tutu, würde ich sagen, ja. Das hilft einem Sänger enorm. Und zwar auch in meiner Rolle, weil ich muss ja so ausflippen am Ende und so. Und ohne Kostüm spüre ich, das funktioniert nicht genau gleich, also wie mit Kostüm. Hilft enorm, ja. Während der Vorstellung haben die Sänger nicht nur auf der Bühne jede Menge Stress. Auch hinter der Bühne herrscht Hochbetrieb, Kostümwechsel im Minutentakt. Es sind schöne Schwierigkeiten und auch was wir möchten erzählen in dieser Reise ist, wie vom Totalchaos wir werden am Ende eine Premiere haben. Wir werden irgendwie zusammenarbeiten und die Nacht von Premiere kommt und es gibt eine Premiere, es gibt eine Vorstellung und alles kommt zusammen. Gut oder schlecht ist egal, aber die Leute kommen zusammen, Licht ist da, die Bühnenarbeit und die, so ganz viele Leute, die lieben diese Arbeit, die lieben lebendige Kunst, die lieben das Bühne, kommen zusammen und bringen zu sich selbst und zu dem Publikum eine Premiere, eine Vorstellung. Sechs Wochen hat das Team geprobt. Eine Zeit voller Hochs und Tiefs, großer Emotionen und jeder Menge Überraschungen. Aber richtig. Aber so eigentlich ist trotz dichten Terminplans, Rolando Villazón war immer vor Ort, hat vor allem auch versucht, sein Wissen als Darsteller an das Team weiterzugeben. Ich habe sehr viel dadurch gelernt, zu sehen, wie geht man mit Menschen um und dass es auch gut funktionieren kann, wenn man eine ganze Gruppe anleitet, auch wenn ein Chaos dargestellt werden soll, was sehr schwierig ist. Und da nicht irgendeine Machtposition zu halten, sondern wirklich gut damit umzugehen. Und das kann er und ich liebe ihn einfach. Dichtung und Wahrheit liegen bei diesem Stück nahe beieinander. Das betrifft nicht nur das Geschehen auf der Bühne, sondern auch den Theaterbetrieb im Allgemeinen. Der Schrägstrich, die Künstler Schrägstrich in Beistrich nimmt zur Kenntnis Beistrich, dass sein Schrägstrich ihr Honorar nur im Erfolgsfall ausbezahlt wird. Punkt. Das steht da drin. Ja. Die Verträge, die der macht in dem Stück, die mache ich nicht. Also es steht in keinem Vertrag drinnen, wenn das kein Erfolg wird, gibt es auch keine Gage. Ja? Ich hätte es vielleicht manchmal ganz gern drin, aber das geht nicht. Das ist Vertragsbruch und wenn ihr euch weigert, dann kriegt ihr noch Strafe obendrein. Das ist oft realistischer, als es uns lieb ist, denke ich mal. Ja, es sind wahnsinnig viele Parallele, komischerweise, besonders bei dieser Produktion, nicht allgemein, also Parallele, nicht Parallele zum allgemeinen Theaterleben, sondern auch für unsere Produktion. Wir haben sehr, sehr viele ähnliche Situationen direkt so irgendwie fast gehabt, wo manchmal tatsächlich in den Proben jemand einen Satz sagt und man weiß nicht, meinst du das jetzt ernst oder ist das jetzt vom Stück oder was ist das jetzt? Natürlich ist es hier überspitzt, aber die Klischees werden alle bedient und ja, man kehrt jetzt das Innerste nach außen und zeigt, wie es im Theater ist.
Eine tolle Premiere. Ich bin ganz stolz über alle die Künstler, die Leute, die hier arbeiten. Und ja, jetzt kann ich ein Bier trinken. Yay! Bin seriös, immer seriös. Ciao.